Seit gestern wissen wir, dass der AfD-Landesvorsitzende von Bayern, Peter Büsthorn, vom Verfassungsschutz beobachtet wird, weil er sich positiv über die absolut gewaltfrei agierende identitäre Bewegung geäußert hat. Ich möchte seine Aussagen gar nicht kommentieren, nur eine einzige Frage stellen. Lieber Verfassungsschutz, es gibt im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, so wie in allen anderen deutschen Parlamenten auch, linke Parteien und Politiker, die ganz offen mit gewaltbereiten linksextremistischen Organisationen sympathisieren und diese unverhohlen unterstützen. Warum beobachtet ihr die nicht? Oder ist der Verfassungsschutz doch nur ein Instrument im politischen Kampf der Altparteien gegen die AfD?